Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Pakistan haben Taliban-Kämpfer eine Schule überfallen. Mehr als 130 Kinder und Jugendliche wurden getötet, bis das Militär die 6 Attentäter überwältigte. Ziel des Anschlags war die Stadt Peshawar im Nordwesten Pakistans, nahe der Grenze zu Afghanistan. Die Schule liegt in einem Wohnviertel für Armeeangehörige und ist selbst eine Einrichtung des Militärs. Unterrichtet werden dort vorwiegend Kinder von Soldaten. Sie haben auf Kinder geschossen, Schüler, die gerade Prüfungen schrieben. Viele sind lebensgefährlich verletzt und viele sind tot. Pakistan ist schockiert, dabei hat das Land schon viele Terroranschläge erlebt. Kurz vor 11 rückt die Armee schwer bewaffnet an. Terroristen sind in die Schule eingedrungen und schießen sofort. Ihr Ziel ist es offenbar, so viele Menschen wie möglich zu töten. Hunderte Schüler und Lehrer sind im Haus. Als wir die Schüsse hörten, sagte der Lehrer, bleibt in der Ecke. Nach einer Stunde wurden wir dann gerettet. In den Fluren sahen wir unsere Freunde tot und verletzt. 3-4 Mal wurde auf sie geschossen. Pakistans Premierminister Sharif spricht von einer nationalen Tragödie. Er sagt, er sei bei den Opfern und droht den Taliban. Wir werden den Krieg gegen den Terror fortsetzen, so lange, bis wir ihn mit der Wurzel ausgerissen haben. Das heißt, die Armee kämpft weiter in den Stammesgebieten gegen die Taliban. Hier an der Grenze zu Afghanistan hat die Regierung seit Jahren die Kontrolle verloren. Hier bestimmen die Taliban und planen ihre Anschläge. Friedensgespräche waren Anfang des Jahres gescheitert. Danach begann die pakistanische Armee eine Offensive gegen die Taliban. Hunderte wurden getötet. Die Taliban sagen, sie hätten sich rächen wollen und deswegen heute die Schule angegriffen. Und der Schrecken ist noch nicht vorbei. Noch immer warten verzweifelte Eltern vor der Schule. Sie vermissen ihre Kinder. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Toten noch steigt. Zu den Hintergründen des heutigen Anschlags nun Jürgen Osterhage live aus Neu-Delhi. Neben dem Racheaspekt gibt es zwei weitere Hintergründe für das grausame Massaker von Peshawar. Erstens, die pakistanischen Taliban setzen sich aus mehr als 30 Splittergruppen zusammen. Einige wollen verhandeln, andere nicht. Es scheint so, dass die Ultrakonservativen innerhalb der pakistanischen Taliban die Oberhand bekommen haben. Sie setzen auf Terror und sie setzen auf Krieg. Zweitens, viele pakistanische Taliban begeistern sich offenbar für die IS-Bewegung Islamischer Staat, weil es dieser Bewegung gelungen ist, dem Westen das Fürchten zu lehren. Die neue Brutalität soll wohl Stärke demonstrieren, um die Kämpfer im Land zu halten. Fazit: Die Spirale der Gewalt dreht sich immer schneller. Das ist zum einen besorgniserregend für die Region wegen der gemeinsamen Grenze zu Afghanistan. Und das ist zweitens besonders besorgniserregend auch für das Land Pakistan selbst, weil es über Atomwaffen verfügt. Und damit zurück nach Hamburg zu Thorsten Schröder. Auf tagesschau.de finden Sie weitere Analysen sowie einen Kommentar zur Rolle der Taliban in Pakistan. Zum heutigen Anschlag sendet das Erste einen Brennpunkt, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Die Proteste gegen eine angebliche Islamisierung des Abendlandes haben weiter Zulauf. Gestern Abend gingen in Dresden etwa 15.000 Menschen auf die Straße, mehr als an den Montagen davor. Auch an Gegenveranstaltungen nahmen mehrere tausend Menschen teil. Politiker von Regierung und Opposition warnten erneut, die Pegida-Bewegung sei von Rechtsextremen unterwandert. Im Internet feiern Pegida-Anhänger ihre gestrige Demonstration in Dresden mit 15.000 Teilnehmern. Sie war gedacht als Protest gegen eine vermeintliche Islamisierung. In Berlin reagiert der Justizminister auf die Dresdner Demo heute mit Kritik. Ich habe auch kein Verständnis dafür, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die Werte des christlichen Abendlandes gerade in Demonstrationen gegen Flüchtlinge zum Ausdruck kommen sollen. Wie armselig und peinlich ist das denn? Einen etwas anderen Akzent setzt der Bundesinnenminister. Er will mit Argumenten auf die Sorgen der Bürger reagieren. Es gibt keine wirkliche Gefahr der Islamisierung unseres Landes.
Es gibt Millionen von Muslimen, die bei uns leben, die hier arbeiten, die Steuern zahlen, die gute Nachbarn sind und die der deutschen Fußballnationalmannschaft die Daumen drücken. Auch die Opposition will die Demonstranten nicht pauschal als Extremisten bezeichnen. Regierung und Parteien müssten aber klar Position beziehen. Nun sind wir, glaube ich, alle gemeinsam gefordert. Wenn wir jetzt nicht wirkliche Aufklärung betreiben, kann uns das Ganze völlig wegrutschen. Wir brauchen eine Bundeskanzlerin, die über die Veränderungen, die anstehen, redet und die deutlich macht, ja, wir werden uns verändern, und die mit Begeisterung über das redet, was eine Migrationsgesellschaft ist. Rechtsextremisten oder Bürgerprotest, Pegida will weiter demonstrieren. Bundesminister dürfen sich im Wahlkampf zwar einmischen, aber nur in engen Grenzen. Mit dieser Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht eine Klage der NPD gegen Familienministerin Schwesig abgewiesen. Es ging um eine Warnung der SPD-Politikerin vor der rechtsextremen Partei im Thüringer Wahlkampf. Die Richter rechneten diese Äußerung nicht dem Ministeramt Schwesigs zu. Allerdings dürften Regierungsmitglieder ihr Amt nicht missbrauchen, um gegen Parteien im Wahlkampf Stimmung zu machen. Auftritt als Ministerin: Manuela Schwesig im Juni bei der Verleihung des Thüringer Demokratiepreises. Am selben Tag gab sie ein Zeitungsinterview, äußerte sich zum möglichen Umgang mit der NPD im Landtag. Zitat: Aber ich werde im Thüringer Wahlkampf mithelfen, alles dafür zu tun, dass es erst gar nicht so weit kommt bei der Wahl im September. Ziel Nummer eins muss sein, dass die NPD nicht in den Landtag kommt. Ein Verstoß gegen ihre Pflicht zu Neutralität als Regierungsmitglied? Die bloße Übernahme eines Regierungsamtes hat nicht zur Konsequenz, dass dem Amtsinhaber die Möglichkeit parteipolitischen Engagements nicht mehr offen steht. Er darf außerhalb seiner amtlichen Funktion weiter am politischen Meinungskampf teilnehmen. Außerhalb der amtlichen Funktion, das sei Schwesigs konkrete Äußerung im Interview gewesen. Die Klage der NPD daher ohne Erfolg. Das Urteil zeigt, dass es wichtig ist, sich kritisch mit der NPD auseinanderzusetzen. Das Urteil macht die Meinungsfreiheit in unserem Land stark. Allerdings, Regierungsmitglieder seien zu Neutralität gegenüber anderen Parteien verpflichtet, wenn sie mit der Autorität des Amtes auftreten, zum Beispiel bei offiziellen Anlässen sprechen oder Ressourcen des Ministeriums nutzen, betonten die Richter. Als Freifahrschein solle man das Urteil nicht betrachten. Ähnliche Konflikte kann es gerade in Wahlkampfzeiten immer wieder geben. Die Richter haben deshalb über den Fall hinaus Kriterien aufgestellt, wann Äußerungen von Regierungsmitgliedern quasi amtlich und wann parteipolitisch sind. Dennoch, die exakte Trennlinie für jeden Einzelfall zu ziehen, zum Beispiel bei Interviews oder Talkshow-Auftritten, dürfte extrem schwierig bleiben. Mit dem Schwerpunkt Wachstum und Beschäftigung will die neue EU-Kommission in das kommende Jahr starten. Außerdem setzt Kommissionschef Juncker den Rotstift an. Gut 80 von 450 Initiativen der Vorgängerkommission werden fallen gelassen oder verändert. Seine Behörde ziehe damit die Konsequenzen aus teilweise jahrelangen Blockaden in den EU-Institutionen, sagte Juncker im Europaparlament in Straßburg. Auch neue Vorhaben soll es geben, etwa im Kampf gegen Steuerbetrug. Jean-Claude Juncker steht im Europäischen Parlament mächtig unter Druck, spätestens seit der Luxemburger Steueraffäre. Denn ausgerechnet in Luxemburg konnten Unternehmen mit Tricks jahrelang Millionen Steuern sparen. Das soll nun anders werden. Die Kommission wird eine Initiative gegen Steuerbetrug und Steuerflucht vorlegen. Ein Unternehmen muss in dem Land, in dem es seine Gewinne erwirtschaftet, auch die Steuern zahlen. Dass der ehemalige Regierungschef Luxemburgs jetzt für mehr Steuergerechtigkeit sorgen will, das sehen Abgeordnete aus unterschiedlichen Lagern durchaus kritisch. Einer, der das eine System selbst mit befördert hat, dafür jetzt an der Spitze der Kommission steht und sagt, aber jetzt wollen wir, dass alle anderen sich plötzlich brav verhalten und ihre Verantwortung erkennen, ist für mich nicht glaubhaft. Und ich habe ein bisschen, ehrlich gesagt, den Eindruck, dass mit Herrn Juncker da natürlich der Bock zum Gärtner gemacht worden ist. Weiteres Thema: Die EU will nicht mehr alles bis ins Kleinste regeln. Deshalb sollen rund 80 bereits geplante Projekte vorerst gestoppt werden. Das trifft vor allem den Umweltschutz wie europäische Recyclingvorgaben. Bessere Recyclingfähigkeit und Ressourceneffizienz schaffen Zukunftsarbeitsplätze. Es ist nicht eine Belastung der Wirtschaft. Und das hat Herr Juncker leider nicht verstanden. Dass auf Junkers Streichliste besonders viele Umweltprojekte stehen, wird hier in Straßburg als Fingerzeig gewertet. Der neuen Kommission geht es um Jobs und schnelles Wirtschaftswachstum. Eine gemeinsame Umwelt- oder Sozialpolitik scheint dagegen nicht ganz oben auf der Agenda zu stehen.
Der Rubel ist weiter auf Talfahrt. Um den Währungsverfall zu stoppen, hatte die russische Zentralbank den Leitzins in der Nacht massiv angehoben. Doch nach einer kurzen Erholung verpuffte der Effekt. Als Gründe für den Kurssturz werden der fallende Ölpreis sowie die Sanktionen des Westens wegen der Rolle Moskaus im Ukraine-Konflikt gesehen. Am Abend kündigten die USA weitere Strafmaßnahmen gegen russische Unternehmen an. 99,99 Rubel für einen Euro, das war am späten Nachmittag der dramatische Höhepunkt des Absturzes heute. Der wahre Kurs von über 100 passte nicht auf die zweistelligen Anzeigen. Gegen Abend dann eine leichte Erholung. Doch die Menschen kaufen schon seit Tagen fast panisch Möbel, Konsumgüter, Autos, alles, um ihr Geld vor dem Verfall zu retten. Seit Januar war der Kurs des Rubel gegenüber dem Dollar gefallen. Als Gründe gelten die sinkenden Ölpreise und Sanktionen des Westens, die russische Banken von den Kapitalmärkten abschneiden. Auch eine drastische Leitzinserhöhung stoppte den Absturz nicht. Betont gelassen dennoch die offiziellen Kommentare heute. Der Kurs entspricht nicht den Daten der makroökonomischen Situation. Es ist sichtbar, wie er sich von der Dynamik des Ölpreises abkoppelt. Die Sanktionen sind schuld, glauben auch viele Bürger. Ja, die aus Europa, Amerika, glaube ich, weil wir der Ukraine einen Teil abgenommen haben. Ja, die Krim. Erschütternd nennen Analysten den heutigen Kurssturz. Die ersten spekulieren über eine Staatspleite. Selbst wenn ein völliges Finanzchaos ausbleibt, die Rubelkrise wird schmerzhafte Folgen haben für weite Bevölkerungskreise. Wie aber wird der Kreml reagieren auf die absehbare Verunsicherung der Menschen? Mit Entspannungssignalen in Richtung Westen, um die Sanktionen langsam abzubauen? Oder mit weiterer zugespitzter Rhetorik, um abzulenken von der Wirtschaftskrise im Inneren? In Niedersachsen ist die gefährliche Vogelgrippe ausgebrochen. Mehr als 100.000 Tiere müssen getötet werden. Der hochansteckende Erreger wurde auf einem Geflügelhof in der Gemeinde Basel im Kreis Cloppenburg nachgewiesen. Allein in diesem Kreis werden mehr als 13 Millionen Puten und Hühner gehalten. Mit strikten Sicherheitsvorkehrungen hofft die Branche jetzt, die Einschränkungen für das Weihnachtsgeschäft in Grenzen zu halten. Der Labortest bestätigt die Befürchtung. Das Virus hat seinen Weg in den Maststall gefunden. Jetzt müssen tausende Puten getötet werden. 20.000 allein in dem betroffenen Betrieb. Weitere Bestände im Umkreis von einem Kilometer. In der Summe kommen wir auf etwa 100.000. Das ist bitter. Aber es geht nicht anders. Wir haben keine Medikamente, wir haben keine anderen Maßnahmen, nur die Quarantäne und die Keulung in diesem Fall. In drei Landkreisen herrscht 72 Stunden lang ein sogenannter Standstill. Das heißt, Geflügeltransporte sind verboten. Auch schlachtreife Tiere müssen im Stall bleiben. Niedersachsen ist Geflügelhochburg mit 100 Millionen Puten, Hähnchen, Gänsen und Legehennen. Ein wichtiger Wirtschaftszweig. Die Konsequenz bei der Feststellung, dass ein Bestand befallen ist, ist eine einzige. Das heißt, die Tötung aller Tiere. Laut Bundeslandwirtschaftsminister ist das Virus hochgefährlich, aber nur für Tiere, nicht für Menschen. Zum jüdischen Lichterfest haben Rabbiner in Berlin einen 10 Meter hohen Chanukka-Leuchter aufgestellt. Am Abend entzündete Bundesinnenminister de Maizière am Brandenburger Tor die erste Kerze auf dem größten achtarmigen Leuchter Europas. Das Chanukka-Fest erinnert an den Sieg Israels gegen die griechischen Herrscher im Jahr 164 vor Christus und die anschließende Neueröffnung des zweiten Tempels in Jerusalem. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 17. Dezember. Der Ausläufer eines Sturmtiefs bringt uns morgen von Nordwesten Regenfälle. Mit der kräftigen Westströmung fließt dabei sehr milde Luft heran. Heute Nacht fällt im Süden gebietsweise Regen, sonst meist trocken. Regional zeigen sich auch die Sterne. Gegen Morgen ziehen von Nordwesten Regenfälle heran, die sich am Tag ausbreiten. Im Mittelgebirgsraum ist zunächst auch noch Schnee dabei, der sich aber dann in Regen verwandelt. Der kommt am Abend auch an Oder und Neiße an. Der Wind bläst mäßig bis frisch, mit starken vereinzelt mit stürmischen Böen. Auf den Bergen gibt's zum Teil schwere Sturmböen.
Heute Nacht im Thüringer Wald minus 2, an der Nordsee bis plus 5 Grad. In Oberfranken morgen 2, am Niederrhein bis 10 Grad. Am Donnerstag viele Wolken mit Regen, der im Weststau der südlichen Berge zum Teil ergiebig ist, dazu weiterhin windig und noch milder. Auch Freitag und Samstag windig, teilweise stürmisch. Nass wird es außerdem und da die Temperatur zum Wochenende vorübergehend sinkt, ist im Bergland auch wieder Schnee dabei. Wir sind wieder für Sie da mit Karin Mioska und den Tagesthemen um 22.25 Uhr.